Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum vierten Aufschlag heute. Ich spreche ohne Mikro, ich werde hinterher sowieso rausgeschnitten. Ich muss da nicht rein. Hoffe ich jedenfalls. Wir haben heute einen Gast aus Berlin, Susanne Viernickel. Und sie spricht heute über das Thema Kinder und Kinder. Also, dass Kinder einfach Kinder brauchen, wissen wir alle. Aber wir wissen relativ wenig in der Forschung darüber, wie Kinder eigentlich voneinander lernen, was sie miteinander tun. Und ich freue mich sehr, sehr auf diesen Vortrag. Ich muss eigentlich... Okay, lieber Hilmar, vielen Dank. Es ist für mich sehr interessant zu hören, dass Sie mit diesen Listen und den Vergessen von Listen genau die gleichen Schwierigkeiten haben wie wir manchmal. Ich komme von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und lehre dort im Studiengang Erziehung und Bildung im Kindesalter, auch im Masterstudiengang, und dieses Listenproblem kennen wir eben auch. Darum geht es aber heute nicht. Heute geht es um, wie Hilmar Hoffmann schon gesagt hat, um die Peers. Kinder brauchen Kinder, die Bedeutung von Peers. Und ich freue mich, dass ich zu dem Thema angefragt worden bin. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass ich über dieses Thema geschrieben habe, als ich an meiner Doktorarbeit gesessen habe. Ich habe zum Thema Kinder untereinander und was haben die für Interaktionen miteinander, was lernen die voneinander, promoviert. Und ich habe dann lange im Bereich Kindertageseinrichtungen geforscht und gelehrt zum Thema Qualitätskriterien in Kitas. Und ich beschäftige mich jetzt aktuell sehr viel auch mit Rahmenbedingungen in Kindertageseinrichtungen und welche Auswirkungen diese Rahmenbedingungen haben. Da gibt es ja sehr viel zu sagen. Ein Aspekt ist sicherlich der, dass wir uns jetzt auch gerade fragen, was bedeuten die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Bildungsprogramme? Das ist eine Thematik, die ich gerade bearbeite. Die zweite Thematik ist die, dass wir schauen in einem Team, wie Rahmenbedingungen unter Umständen auch sich auf die Gesundheit von Erzieherinnen auswirken. Also welche Zusammenhänge gibt es dort? So, das nur ganz kurz zu meiner Person. Jetzt geht es hinein ins Thema. Und ich hatte ja schon gesagt, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde aber auch, es kommt in der Diskussion um frühkindliche Bildung zu kurz. Wir sprechen ja viel von der Gestaltung der Erzieherin-Kind-Beziehung und auch von der Verantwortung, die den pädagogischen Fachkräften zukommt zur Unterstützung oder Förderung des kindlichen Lernens und der kindlichen Entwicklung. Und wir sprechen auch, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon begegnet ist, vom Raum als dritten Erzieher, dessen Gestaltung die Art und Weise mitbestimmt, in der Kinder sich die Welt aneignen, oder auch der Raum als ein Aspekt, der die Möglichkeiten der Weltaneignung begrenzt oder aber auch eröffnet und erweitert. Wir sprechen allerdings seltener davon, dass die Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen ja in erster Linie ein Arrangement ist, wo Kinder auf andere Kinder treffen. Und zwar normalerweise auf ganz schön viele andere Kinder und mit denen sie einen großen Teil ihrer wachen Zeit verbringen. Und das liegt sehr nahe, dass sich die Kinder bei ihren tagtäglichen Begegnungen untereinander beeinflussen, dass sie sich aufeinander beziehen und dass sie voneinander lernen. Und um diesen Umstand zu verdeutlichen, dass Kinder im sozialen Kontakt mit Peers qualitativ andere Erfahrungen als in der Interaktion mit Erwachsenen machen und dass der Umgang untereinander auch anders ist, dass die Themen andere sind, die Kinder miteinander teilen, dass auch die Maßstäbe andere sind, nach denen Verhalten beurteilt wird. Deshalb sprechen wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch von einer sogenannten Peer-Kultur, von einer eigenständigen Kinderkultur. Kinder produzieren, sobald sie in relativ stabilen sozialen Gruppen zusammentreffen, nämlich genau dies, eine eigene Kinderkultur mit ihr eigenen Verfahren, mit ihr eigenen Aushandlungsprozessen und Regeln. Und dieser Begriff der Kinderkultur umschreibt mindestens zwei Aspekte. Eigentlich einmal, dass Kinder aktiv dabei sind, dass sie aktiv ihre eigene Entwicklung vorantreiben. Und der Begriff der Kultur beschreibt eben die Einbettung in soziokulturelle Zusammenhänge, dass sie sich natürlich auch an der Sinngebung der kulturellen Umwelt, in die sie hineinwachsen, orientieren und dass sie voneinander eben auch lernen und sich weiterentwickeln. Aber Kinderkultur muss eben abgegrenzt werden von der Kultur für Kinder,
Damit meinen wir die von Erwachsenen für Kinder hergestellten und angebotenen Institutionen, Produkte, Ereignisse. Also die Disney-Tapete ist nicht Kinderkultur, sondern die ist Kultur für Kinder. Und davon spreche ich heute nicht. In dieser Kinderkultur, so sagen es Wissenschaftler, die sich viel damit beschäftigt haben, Corsaro und Eder, bewältigen die Kinder zwei zentrale Anliegen. Das treibt sie um, wenn sie untereinander sind. Und zwar einmal die Kontrolle. Darunter ist zu verstehen, dass Kinder nach Kompetenz streben, nach Unabhängigkeit streben und natürlich auch gerne in dieser Kinderkultur schauen, kann ich meine Interessen durchsetzen? Ja, kann ich das, was hier getan wird, mitbestimmen oder vielleicht sogar alleine bestimmen? Und dazu gehört Vergleich und Konkurrenz und das hilft den Kindern letztendlich auch zu erfahren, wer sie sind und was sie können. Sie messen sich an den anderen, um mehr über sich selbst zu erfahren. Und das zweite zur Kontrolle in einer Wechselbeziehung stehende Thema ist die Teilhabe. Das heißt, Kinder möchten verlässliche Spielpartner gewinnen, sie wollen Freunde gewinnen, sie wollen Gemeinsamkeit erleben, herstellen und auch bewahren. Und sie wollen auch sich vergewissern, wo ist eigentlich mein Platz in der Gruppe. Und die heutige Vorlesung befasst sich eben mit diesen Vorgängen, die in dieser Kinderkultur beobachtbar sind und mit den Entwicklungschancen oder mit den Bildungsprozessen, die für Kinder hiermit verbunden sind. Und bevor ich jetzt einsteige, möchte ich Ihnen gerne noch mitgeben, dass das, was ich Ihnen jetzt in der folgenden Stunde präsentieren werde, auf wissenschaftlicher Theoriebildung und auch auf den Ergebnissen empirischer Untersuchungen beruht. Das heißt, was ich hier sage, ist es jetzt nicht nur meine eigene individuelle Erfahrung, sondern das ist schon zusammengefasst auch das, was wir aus wissenschaftlichen Untersuchungen oder auch aus Theorien zum sozialen Zusammenleben von Menschen oder eben auch von Kindern wissen. Das hängt damit zusammen, dass ich der Meinung bin, dass diese Praxisorientierung, die wir beschwören in der Frühpädagogik, die auch wichtig ist, natürlich, es müssen Anknüpfungspunkte da sein, aber diese Praxisorientierung muss in der Aus- und Weiterbildung, gerade auch im Hochschulbereich, meiner Überzeugung nach auf der Rezeption von wissenschaftlichen Erkenntnissen aufruhen und deshalb also auch immer mal wieder der Verweis auf irgendwelche Studien oder Theoretiker. So, was erwartet Sie? Ich werde im ersten Teil meines Vortrags nochmal darauf eingehen, was ist denn das Besondere in dieser Kinderkultur? Was sind die Besonderheiten von Peer-Beziehungen? Und ich hoffe, daraus erschließt sich Ihnen, weshalb diese andere Entwicklungs- und Bildungsimpulse setzen können als Erwachsenenkind-Interaktionen oder als Erwachsenenkind-Beziehungen. Im zweiten Teil möchte ich darüber sprechen, wie sich diese Peer-Kontakte und Beziehungen in Abhängigkeit vom Alter und in Abhängigkeit von anderen Faktoren entwickeln und welche Kompetenzen Kinder in diesem Zusammenhang erwerben. Und möchte dabei auch auf Risiken hinweisen, die wir als Pädagogen im Blick haben sollten. Und dann möchte ich am Schluss noch einige Konsequenzen für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen aufzeigen. Und wenn ich nicht allzu sehr mich verliere in irgendwelchen Details, haben wir dann auch noch Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich kann Ihnen gerne Fragen beantworten oder wir können über bestimmte Punkte diskutieren. Gut, dann fangen wir mit dem ersten Punkt an, den Besonderheiten von Peer-Beziehungen. Ich habe ja schon häufiger dieses Wort gesagt, die Peers, das aus dem englischen Sprachraum entlehnt ist. Das wird eben auch häufig in der Fachliteratur verwendet. Ich habe Ihnen eine Definition mitgebracht. Kinder, die auf einem ähnlichen kognitiven und soziomoralischen Entwicklungsstand stehen, die gegenüber Institutionen und ihren Repräsentanten, also gegenüber dem Kindergarten und der Erzieherin oder gegenüber der Schule und den Lehrern eine gleiche Stellung einnehmen, also als eine Gruppe wahrgenommen werden, die gleiche Entwicklungsaufgaben und normative Lebensereignisse, zum Beispiel den Schuleintritt, zu bewältigen haben und, jetzt kommt ein wichtiger Satz, einander im Wesentlichen gleichrangig und ebenbürtig sind. Das ist eine Definition von Maria von Salisch in 2000. Es gibt einen Wissenschaftler, an dem ich mich auch sehr orientiere, der mich in meinen Arbeiten sehr beeinflusst hat, der dazu beigetragen hat, die Peer-Sozialwelt als einen besonderen und einen besonders fruchtbaren Lernkontext zu beschreiben und auch theoretisch zu fundieren. Das ist er, James Younes heißt er,
Und James Younes ist ein Entwicklungstheoretiker, der Entwicklung aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive heraus sieht. Das heißt, er sieht Individuen ganz wesentlich als Produkte ihrer Erfahrungen in sozialen Beziehungen. Die individuelle Entwicklung und soziale Erfahrungen oder die soziale Umwelt sind untrennbar miteinander verwoben. Was ist jetzt das Besondere nach Younes in den sozialen Beziehungen zwischen Kindern? Er sagt einerseits, dass die Gleichaltrigen dem Kind vielfältige Realitätssichten präsentieren und die Erwachsenen tun das nicht. Die Erwachsenen präsentieren dem Kind partikularistische, einseitige Realitätssichten. Aber diese Unvollständigkeit oder Einseitigkeit kann das Kind lange nicht erkennen. Die Peers sind in dieser Konnotation oder aus dieser Perspektive heraus eben einfach besser geeignet, um verschiedene Perspektiven auf eine Situation überhaupt erstmal erfassen zu können. Und wenn die Kinder miteinander agieren, dann zeichnet sich das aus durch etwas, was er symmetrische Reziprozität nennt. Damit meint er, die Handlungen des einen Partners sind durch die des anderen, durch die Reaktionen des anderen bedingt und umgekehrt. Ja, es ist eine Symmetrie in dem Austausch vorhanden. Und umgekehrt kann jeder Aushandlungsbeitrag des einen Kindes mit einem gleichwertigen Beitrag oder mit einem Gegenargument des anderen beantwortet werden. Also da spielt auch eine Egalität eine Rolle. Das Kompetenzverhältnis, das Machtverhältnis zwischen Gleichaltrigen oder zwischen Peers ist anders als zwischen Erwachsenen und Kindern. Es ist relativ ausgeglichen. Und deshalb sagt Younes, es ist die Chance gegeben, dass widersprüchliche Ansichten und entstehende Konflikte eben tatsächlich so lange und intensiv verhandelt werden können, bis eine umfassendere Perspektive in Co-Konstruktion, ein weiteres wichtiges Wort, das ursprünglich von James Younes so geprägt wurde, zumindest in die deutsche Diskussion eingeführt wurde, was wir teilweise in der Frühpädagogik in einer, also mittlerweile ganz anders verwenden. Aber er bezog das sehr stark darauf, dass das eigentlich nur einander gleichrangige, einander ebenbürtige Personen auch können. Eine umfassende Perspektive in Co-Konstruktion zu entwickeln. Also in einer gemeinsamen Leistung, wenn man so möchte. Und Younes sagt, Kinder lernen nicht nur mit ihren Peers, die Sichtweisen des anderen zu übernehmen, also Perspektiven zu teilen. Da sagt er, das lernen sie verstärkt auch in Erwachsenen-Kind-Kontakten. Und zwar dann auch, wenn der Erwachsene sehr freundlich und zugewandt ist. Aber er hat einfach die Definitionsmacht, er hat mehr Erfahrung und das Kind wird immer geneigt sein, diese Perspektive zu übernehmen. Während es mit Gleichaltrigen die Chance hat, dass sie in einer echten gemeinsamen Konstruktionsleistung Perspektiven entwickeln und keiner dem anderen aufgrund seiner Autorität oder vielleicht seiner intellektuellen Überlegenheit dem anderen die Lösung vor die Nase setzt, quasi serviert. Beide Interaktionspartner sind aufgefordert, die eigenen Gedanken und Überlegungen dem anderen plausibel darzulegen, den muss man ja überzeugen, ja, die Argumente des anderen zu überprüfen und dann irgendwann eine beiderseitig akzeptierte Sichtweise zu entwickeln. Und auch wenn es dabei zum Streit kommt, dann haben zunächst erstmal die Beteiligten vergleichbare Machtmittel zur Verfügung. Und außerdem, sagt Younes, das ist ihm auch noch sehr wichtig, die Kinder werden es sich überlegen, bis zu welchem Punkt sich das Beharren auf dem eigenen Recht, vielleicht auch mit unfairen Taktiken, überhaupt lohnt. Denn schließlich könnte sonst eventuell die Beziehung gefährdet sein oder man wird vom Spiel ausgeschlossen und dann kann ich nicht mehr teilhaben und damit wäre eben ein wichtiges Element in dieser Kinderkultur mir nicht mehr zugänglich. Das heißt, ich muss schon abwägen. Ja, ich möchte meine Meinung vielleicht durchsetzen, aber auf der anderen Seite nicht um jeden Preis. Und es gibt Autoren, die sagen, dass auf der Basis dieser grundsätzlichen Gleichrangigkeit Kinder schon im Kindergartenalter ganz anspruchsvolle Konzepte miteinander verhandeln, zum Beispiel moralisches Handeln und Urteilen, Gerechtigkeit. Ja, und sie konstruieren dadurch auch Anteile ihrer eigenen Identität, eben wie in einem Spiegel des ihnen gegenüberstehenden Kindes.
Wenn man das auf die Verhaltensweisen bezieht, dann finden wir in der Literatur sogar schon bei den ganz jungen Kindern Hinweise, dass die sich tatsächlich mit Erwachsenen ganz anders verhalten als mit ihren Peers, auch schon die Ein- und Zweijährigen. Ja, Kleinkinder richten zum Beispiel soziale Verhaltensweisen wie Gesten oder Berührungen eher an die Peers. Mit den Erwachsenen versuchen sie zu vokalisieren, also eher also auf die sprachliche Ebene zu gehen. Besitzkonflikte, sehr häufig zwischen Kindern, sehr selten zwischen Kind und Erwachsenen. Ne? Und zwischen Kind und Erwachsenem, auch daran erkennt man eher die Asymmetrie der Beziehung. Damit ist nicht grundsätzlich was Negatives verbunden, aber die Asymmetrie ist da. Das erkennen Sie bei den jüngeren Kindern ja ganz eindeutig auch daran, dass es da ganz oft um pflegerische Handlungen geht oder dass der Erwachsene auch ansagt, wo es lang geht. Der sagt eben, zieh dir die Jacke an, wir gehen raus. Ne? Das ist einfach, das kennzeichnet nochmal diese unterschiedliche Beziehung. So, jetzt möchte ich Ihnen gerne noch einen zweiten Wissenschaftler vorstellen, der auch interessante Dinge dazu gesagt hat. Jean Piaget, der große Genfer Entwicklungspsychologe, der hat nämlich zu diesem Thema einmal eine Bemerkung gemacht, die erstmal merkwürdig anmutet. Ich finde aber, die lässt uns die Bildungsimpulse von Peer-Beziehungen noch besser verstehen. Jean Piaget hat gesagt, der Spielkamerad dagegen ist sowohl dem Ich des Kindes ähnlich als auch davon verschieden. Er ist ihm ähnlich, weil er gleich ist im Können und oder Wissen. Ganz verschieden aber, gerade weil er auf demselben Niveau steht und eben nicht wie ein überlegener Erwachsener in das Innere der Wünsche oder in die Perspektive des eigenen Denkens eindringt. Der erste Teil, der Spielkamerad oder Peer, ist dem Kind gleich im Können und Wissen. Das ist gut nachvollziehbar. Kleinkinder setzen eben ähnliche Verhaltensweisen und Kompetenzen ein, wenn sie in Kontakt miteinander treten. Wir hatten es gerade gesagt, es besteht diese symmetrische Reziprozität. Die anderen Kinder wirken wie ein Spiegel der eigenen Aktivitäten und Interessen. Und darin erkennen sich Kinder wieder und erhalten Informationen über ihr eigenes Ich. Ja? Der Spielkamerad ist dem Ich des Kindes ähnlich. Der zweite Teil des Zitats von Jean Piaget bezieht sich dagegen auf eine fundamentale Differenzerfahrung, die Kinder machen, wenn sie zum Beispiel erleben, dass ihre Kontaktangebote ignoriert werden oder wenn es ihnen nicht gelingt, ihre Anliegen gut genug zu kommunizieren. Und dann kommt es zu Missverständnissen, dann kommt es zu Spielabbrüchen oder zu Konflikten. Eltern und Erzieherinnen gleichen das aus. Die gleichen die noch nicht hinreichenden Kompetenzen der Kinder aus, indem sie nämlich die Führung in der Interaktion übernehmen. Indem sie zum Beispiel auch das Verhalten von Kindern, gerade von Jüngeren auch wieder, so interpretieren, dass es eben zur intendierten Interaktion passt. Sie ergänzen zum Teil auch bestimmte Verhaltensweisen und sie passen ihre eigenen Handlungen und Reaktionen auch feinfühlig an. Ja? Deshalb überschätzt man oft die Interaktionskompetenz von Kindern, wenn man sie in Erwachsenen-Kind-Interaktion beobachtet. Weil der Erwachsene ganz automatisch schon die Perspektive des Kindes übernimmt und sich schon denken kann, was das Kind jetzt wohl ganz genau möchte, auch wenn es das noch nicht so deutlich ausdrücken kann. Und das gibt es eben in den Interaktionen zwischen Kindern so nicht. Ne, da ist erstmal kein kompetenterer Partner zur Stelle, der missverständliche Signale richtig deuten könnte, auch gar keine Lust dazu hat vielleicht oder der Störung integriert. Und deshalb verdeutlicht es den Kindern eben, dass es auch an ihnen liegt, ob es jetzt weitergehen kann, ob sich die eigene Spielidee mit dem anderen verfolgen lässt oder ob das nicht geht. Und auch darüber erwerben Kinder Wissen über diese soziale Situation und vor allen Dingen über den eigenen Beitrag, den sie dazu leisten. Und entwickeln neben verfeinerten kommunikativen und sozialen Kompetenzen auch ein Bewusstsein darüber, dass sie ein von anderen Menschen abgegrenztes, eigenständiges und eigenständig handlungsfähiges Wesen sind. Und diese Differenzerfahrung meint Piaget, wenn er sagt, er ist verschieden. So. Ich möchte dann zum zweiten Teil der Vorlesung kommen. Dort möchte ich Ihnen etwas orientiert am Entwicklungsstand und am Alter der Kinder, aber nicht vollständig,
ein paar Einblicke geben, was denn Kinder nur eigentlich miteinander machen und wie sie das machen und immer damit verbunden ein bisschen auch darüber sprechen, was sie dann ganz konkret dabei vielleicht an Wissen und Können und an Kompetenzen erwerben. Und ich fange an mit den ganz jungen Kindern, nämlich mit denen im ersten Lebensjahr, von denen man ja, wenn ich mich recht erinnere, noch vor einiger Zeit sagte und auch noch von den Ein- und Zweijährigen, die sind ja noch gar nicht gruppenfähig, die nehmen andere Kinder ja noch gar nicht wirklich wahr und haben nichts davon. Deshalb, gerade deshalb fange ich mit den Jüngsten an. Jetzt muss ich mal schauen, es ist ja sehr schade, dass das hier ein bisschen verschoben ist. Dann sage ich Ihnen, was da steht. Die Kinder, noch bevor sie ein Jahr sind, machen deutliche Unterschiede dahingehend, ob sie es mit materiellen Objekten zu tun haben, die da neben ihnen liegen, oder ob sie es mit Gleichaltrigen bzw. mit anderen Kindern zu tun haben. Die verhalten sich nicht Objekten genauso wie gegenüber anderen Babys, was man hier auf dem Bild vielleicht auch ein bisschen sehen kann. Sie versuchen, Gleichaltrige anzulächeln, sie äußern Laute, die auch an das andere Kind gerichtet sind. Sie versuchen, sich anzunähern, sich zu berühren, also das andere Kind ist sehr, sehr interessant. Vielleicht, weil es eben ja auch selber etwas tut und nicht nur so langweilig in der Ecke liegt, wie das ja nun mal Objekte an sich haben. Im letzten Viertel des ersten Lebensjahres, also so ab 9 Monaten ungefähr, kann man auch schon erste Interaktionen sehen. Interaktion bedeutet ja immer, einer tut etwas und der andere reagiert. Ne? Da die Kontaktaufnahme ist was Einseitiges, eine Interaktion ist was Wechselseitiges. Und auch das machen die jungen Kinder schon. Die tauschen zum Beispiel Spielobjekte aus, ahmen sich nach. Und ganz einfache soziale Spiele kann man auch schon beobachten. Und sie beginnen auch, um Spielzeug zu streiten. Das alles schon, bevor sie das erste Lebensjahr vollendet haben. Nun geht es aber im zweiten Lebensjahr weiter. Im zweiten Lebensjahr gibt es sehr rasche Entwicklungen in der Interaktionskompetenz und auch in dem Interesse an anderen Kindern. Kleinkinder treten, wenn sie Gelegenheit dazu haben, wie sie das ja jetzt zunehmend in Krippen oder in Tagespflegestellen auch bekommen, sie treten zunehmend öfter in den Kontakt und sozialen Austausch mit anderen Kindern ein. Das kann man richtig zählen. Das wurde auch gemacht, dass man eben einfach sich reinsetzt in solche Spielgruppen oder in eine Kita und zählt, wie oft suchen die denn zueinander den Kontakt. Das habe ich unter anderem, war auch ein kleiner Teil der Arbeit, die ich mir gemacht habe, als ich Videos gemacht habe von jungen Kindern und dann eben diese Videos analysiert habe. Allerdings können die das erstmal nur zu zweit, weil sie auch sprachlich noch nicht wirklich viele Möglichkeiten haben, nutzen die Kinder andere Ausdrucksmittel. Sie nutzen ihre Mimik, ihre Gestik und eine ganz wichtige Rolle spielt die Imitation oder Nachahmung des Verhaltens von anderen Kindern. Und über diese Nachahmung gelingt es den jungen Kindern auch schon, diese Interaktionssequenzen relativ lange aufrechtzuerhalten. Außerdem macht ihnen das sehr viel Spaß. Ja, sie demonstrieren sich Gleichartigkeit, sie demonstrieren sich Verbundenheit und Kollegen gehen sogar so weit, dass sie sagen, die Imitation ist eigentlich die Sprache von Kleinkindfreundschaften. Sie bezeichnen Imitation als Sprache von Kleinkindfreundschaften, weil Kinder da eben ja sowohl emotional als eben auch sozial als auch kognitiv eine ganze Menge davon haben. Gut, es wird zunehmend komplexer, das heißt, die Kinder schreiten ja voran in dem, was sie miteinander tun können und wie gut sie auch ihre Kontakte aufrechterhalten können. Das zeigt sich darin, dass sie bestimmt anfangen, bestimmte Rollen einzunehmen, dass sie die miteinander koordinieren. Aber wenn sie Kinder im zweiten Lebensjahr sehen, wird niemand von ihnen auf die Idee kommen zu sagen, die spielen schon soziale Rollenspiele. Das kann ich eigentlich gleichsetzen mit dem, was 4- und 5-jährige Kinder machen. Das ist doch noch was ganz anderes. Ein wichtiger Punkt ist der, dass im zweiten Lebensjahr Kleinkinder häufig ihre Kontakte über Gegenstände aufrechterhalten. Also dieses Anbieten eines Spielobjekts und der andere nimmt das an und dann geht das wieder zurück, das ist ein ganz häufiger Vermittler von sozialen Kontakten.
bei Kindern im zweiten Lebensjahr. Und manchmal gelingt es ihnen auch zu kooperieren. Die Besitzkonflikte hatte ich schon angesprochen, die sind sehr häufig im zweiten Lebensjahr, auch noch im dritten, nimmt dann ein bisschen ab, so im Laufe der Zeit. Ich komme nachher noch drauf, was in diesen Besitzkonflikten oder überhaupt in Konflikten eigentlich alles auch gelernt werden kann. Zunächst gehe ich aber jetzt ein auf ein anderes Thema, was eng damit verwandt ist, nämlich auf die Kooperation. Die Kontakte und Interaktionen, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, die werden dann zunehmend, spätestens mit Beginn des dritten Lebensjahres, ja eingebettet in das, was wir soziales Spiel nennen. Ja? Und komplexes soziales Spiel gilt auch als ein Indikator für soziale Kompetenz eines Kindes. Also wenn Kinder in der Lage sind, miteinander komplexe soziale Spielszenen zu schaffen und sich dort darüber zu verständigen, dann ist das ein Indikator für das, was wir soziale Kompetenz nennen. Soziales Spiel ist dadurch charakterisiert, dass es ähnliche, aufeinander bezogene und auch einander ergänzende Spielaktivitäten beinhaltet. Es ist charakterisiert dadurch, dass die Kinder ein bisschen planen müssen, dass sie ein Thema verfolgen und nicht wie die Anderthalbjährigen einmal das Objekt austauschen und dann verschwinden sie wieder, ne, sondern dass sie eine Thematik haben, die sie verfolgen und dass sie da in ihr Spiel hohe symbolische, also einen hohen Anteil symbolischer Elemente integrieren. Tu als ob, Rollenspiele, diese imaginären Inhalte, das ist ein weiteres wichtiges Kennzeichen. Es gibt sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit sozialem Spiel unter Kindern beschäftigen. Darüber könnte man eine ganze Vorlesung halten. Ich möchte nur auf drei Aspekte hinweisen, auf die immer wieder auch herausgearbeitet worden sind. Nämlich, was Kinder in diesen sozialen Spielen alles lernen. Und zwar ganz ohne, dass der Erwachsene es als Bildungsaktivität einführt oder so, sondern ganz von selber. Sie werden einmal in ihrer sozialen Entwicklung herausgefordert, denn sie müssen ja ihre eigenen Spielhandlungen und Spielthemen mit denen der anderen koordinieren. Das ist ein sozialer Aspekt der Entwicklung. Sie müssen, das ist der zweite wichtige Aspekt, ihre Emotionen regulieren und angemessen äußern. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir ja gerade gehört haben, dass die anderen oft andere Ideen haben, die ich selber aber vielleicht doof finde. Und ich möchte das nicht. Oder ich möchte nicht die Rolle haben von dem Hund in der Familie. Ich möchte lieber der Papa sein. Ja, das sind alles Dinge, da muss ich aushandeln. Und ich muss aber auch Emotionen, die damit verbunden sind, regulieren. Wenn ich das nicht schaffe, bricht das Spiel ab. Oder die anderen Kinder wollen mich nicht mehr als Spielpartner. Und sie erbringen gleichzeitig auch kognitive Leistungen. Also es wäre sehr verkürzt zu sagen, Spielen, das ist prima, da erwerben die Kinder ganz viele soziale Kompetenzen. Das ist richtig, aber verkürzt. Sie erbringen auch kognitive Leistungen, indem sie nämlich imaginäre und symbolische Elemente in ihr Spiel integrieren und indem sie Handlungspläne aufstellen und verfolgen und indem sie diese ganz komplexen Szenarien entwickeln. Mit 4, 5 Jahren, diejenigen, die von Ihnen die Erfahrung haben in Kindertageseinrichtungen oder mit Kindergruppen in dem Alter, wissen das. Die können Tage, manchmal wochenlang, können sie sich in Spielwelten aufhalten und können da ihre Rollen einnehmen oder auch mal wieder verändern. Sie müssen darüber sehr viel reden miteinander, diese sogenannte Metakommunikation. Also da ist auch sehr, sehr viel Anreiz für kognitive Entwicklung vorhanden. Wir könnten jetzt noch bestimmte Punkte, die mit sozialer oder auch kognitiver Kompetenz verbunden sind, noch weiter ansprechen. Fällt Ihnen wahrscheinlich auch ein. Kommunikationsfähigkeit zum Beispiel. Die Fähigkeit, sich auch mal in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Überhaupt wahrzunehmen, der will was anderes als ich. Ja, der hat dann eine andere Idee in seinem Kopf. Wie kommt das eigentlich? Ne? Und natürlich sprachliche Kompetenzen. Das wird alles stimuliert und eben auch diese ganz klassischen sozialen Fertigkeiten, wie abwarten können, die eigenen Interessen vertreten, ohne die der anderen zu verletzen oder Frustrationen aushalten können, all das. Ne? Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen genauer reingucken und uns vorstellen, Kinder möchten gemeinsam
in ein Spiel finden. Die haben eine Idee, die wollen was zusammen machen. Das kann man ja richtig sezieren. Man kann richtig überlegen, was passiert da eigentlich. Ja? Erstmal müssen sie sich einigen. Ja? Sie müssen sich ja erstmal auf ein Thema und die Aufgaben und Rollen der einzelnen Kinder einigen. Dann müssen sie aber ihre Handlungsbeiträge auch aufeinander abstimmen. Ja, es muss also so funktionieren, damit dann auch was Gemeinsames zustande kommt. Bei den ganz jungen Kindern machen beide das Gleiche. Das ist auch in Ordnung. Das ist Parallelspiel oder Imitation oder so. Bei den älteren Kindern reicht das nicht mehr. Wenn ich mich dafür entschieden habe, wir bauen jetzt hier gemeinsam eine Stadt, dann müssen die Rollen verteilt sein. Dann können nicht alle das Gleiche machen, sonst funktioniert es nicht. Da muss der eine dann mit dem Eimer vielleicht den Sand holen oder das Wasser mit drauf gießen und der andere sagt, du musst das hier hinschütten, du musst das da hinschütten. Oder der dritte muss dann vielleicht noch Stöcke sammeln, damit man auch eine Brücke bauen kann. Ja? Die Kinder müssen auch lernen, überhaupt zu entscheiden, was ist Spiel und was ist kein Spiel. Wo wird es plötzlich ernst, wenn ich aus Versehen auf die Brücke trete und die kracht ein und jetzt wird mein Gegenüber plötzlich sauer. Ja, da muss ich erkennen können, holla, jetzt muss ich mal auf eine andere Ebene kommen und mich erstmal hier verständigen. Gut, und dann müssen Sie letztendlich auch das Thema der Interaktion erkennen und zu seiner Aufrechterhaltung permanent beitragen. So, und das alles, wenn man sich das alles so vor Augen hält, dann ist es auch nicht mehr verwunderlich, dass Wissenschaftler einen Zusammenhang gefunden haben zwischen der Qualität des Spiels, wenn man so möchte, also dem Niveau der sozialen Spielformen, die Kinder gezeigt haben, und einigen anderen Aspekten der Entwicklung. Denn Kinder werden als prosozialer eingeschätzt, als weniger aggressiv, als problemloser im Umgang mit Peers, wenn sie diese hohe Spielkompetenzen zeigen. Ne, da gibt es enge Zusammenhänge. Und weil wir jetzt schon mal beim prosozialen Verhalten sind, möchte ich da auch jetzt noch ein paar Worte dazu sagen, weil das auch ein Bereich ist, in dem Peers eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir bezeichnen Verhaltensweisen dann als prosozial, und das ist auch ein Unterschied in der wissenschaftlichen Sprache zu dem Begriff sozial. Als soziales Verhalten bezeichne ich jegliches Verhalten, was auf ein soziales Gegenüber gerichtet ist. Soziales Verhalten wäre aber auch dem anderen mit dem Baustein auf den Kopf hauen, weil es auf den anderen gerichtet ist. Als prosozial bezeichnet man Verhaltensweisen, die darauf abzielen, dem Interaktionspartner zu nutzen, ihn zu unterstützen, ohne dass ich selber einen direkten eigenen Vorteil davon habe. Und das tun Kinder bereits sehr früh, im zweiten Lebensjahr passiert das schon. Die kleinen Kinder trösten sich gegenseitig, sie teilen auch Besitz mit ihren Peers, aber sie können noch nicht so richtig erkennen, ist der andere tatsächlich hilfsbedürftig oder nicht. Es kommt also manchmal auch vor, dass Kinder einander helfen, obwohl der andere gar keine Hilfe braucht oder möchte. Und sie können auch nicht einschätzen, welche Form der Hilfe oder des Trostes aus der Perspektive des anderen angemessen wäre. Zum Teil geht das, aber häufiger klappt das auch nicht so richtig und dann bringen sie einem Kind, was weint, den eigenen Teddy und das weinende Kind kann damit nicht viel anfangen, weil es möchte ja sein eigenes Kuscheltier oder sein Nuki haben oder wie auch immer. Und dann kommt es schon mal vor, dass Kinder dann auch einander natürlich zurückweisen. Und dann gibt das wieder diese Differenzerfahrung, von der ich vorhin gesprochen habe. Das wird aber natürlich mit zunehmendem Alter besser. Die Kinder schaffen es, Ideen zu entwickeln darüber, wann Teilen angemessen ist, mit wem sie teilen möchten, wem sie helfen möchten, berücksichtigen auch zum Beispiel den Grad der Vertrautheit, die sie dann lieber mögen und besser kennen, denen würden sie auch eher helfen. Ne? Und sie entwickeln auch Überzeugungen darüber, wer aus welchen Gründen Hilfe verdient oder Unterstützung und wer nicht. Und auch hier sehen Sie wieder die Brücke vom Sozialen zum Kognitiven, ja, weil das hat Anteile, die eben nicht nur etwas mit Sozialverhalten zu tun haben, sondern natürlich auch mit sozialkognitiven Fähigkeiten wie Perspektivenübernahmefähigkeit oder wir sagen würden, könnten auch sagen Theory of Mind, so dass diese Idee, dass auch andere
eine Welt im Kopf haben, dass andere anderes denken und möchten als ich selber. Ja? Diese Geschlechtsunterschiede, die ja häufig berichtet werden, die auch Fachkräfte häufig berichten, Mädchen sind viel prosozialer, so in diese Richtung, die sind in der Fachliteratur ziemlich umstritten. Da gibt es so solche und solche Ergebnisse. Ja, also man kann nicht eindeutig sagen, alle Literatur spricht dafür, dass diese Geschlechtsunterschiede in der Form so existieren. So, wie sieht es mit Konflikten aus? Ich hatte vorhin ja schon immer mal wieder auch von Konflikten gesprochen. Und zwar deshalb, weil Konflikte ein ganz regelmäßiger, normaler Bestandteil von Peer-Interaktionen sind. Die sind meist kurz, die entstehen aus sehr vielfältigen Anlässen und im zweiten und dritten Lebensjahr sind es hauptsächlich Besitzkonflikte. Allerdings betonen Wissenschaftler auch, dass sich in Peer-Konflikten Hintergrundthemen manifestieren, die für die soziale Struktur der Gruppe und für die sozialen Beziehungen zwischen den Kindern wichtig sind. Also zum Beispiel einander kennenlernen oder Positionen in der Gruppe aushandeln. Das ist manchmal ein Hintergrundthema zwischen Konflikten, wo wir als Erwachsene auf den ersten Blick vermuten, es geht um das Spielzeug. Ja, das könnte sein, dass es gar nicht darum geht. Auch deshalb macht es Sinn, immer erstmal hinzuschauen, bevor man dann eingreift, wenn man überhaupt eingreift. Kinder entwickeln, lernen dabei natürlich, was funktioniert denn in Konflikten und was funktioniert nicht. Also das Wissenschaftler sagen dazu ganz nett Aushandlungsformen, aber ich glaube, wenn die Kinder so dann im Streit sind, dann würden die das nicht als Aushandlungsformen bezeichnen, sondern würden die sagen, der ist fies, der ist gemein, der hat mir was weggenommen. Aber sie machen es nicht nur körperlich miteinander aus, sondern sie fragen auch die Erzieherin zum Beispiel, bitten um Hilfe, sie berufen sich auf Regeln, auch das muss man lernen. Sie sagen, du hast so lange geschaukelt, jetzt bin ich mal dran, bei uns gilt abwechseln. Sie bieten dem anderen Kompromisse an, wenn du mich mitspielen lässt, bin ich dein Freund, sonst nicht. Ja. Und sie argumentieren. Sie versuchen zu überzeugen. So, diese Lernprozesse, die sich da abspielen, sind deshalb auch besonders wertvoll, könnte man sagen, weil ja meistens Konflikte nicht isoliert auftreten, sondern im Zusammenhang mit sozialen Spielvorhaben. Also das, was ich vorhin erzählt habe, dieses Miteinander ins Spiel finden, miteinander Peer-Kultur eigentlich erleben, das ist etwas, was nicht ohne Missverständnisse abgeht und in dem Zusammenhang gibt es eben häufig auch die Konflikte und deshalb sagen Fachleute, dass die Häufigkeit, mit der Kinder in Konflikte involviert sind, ist, dass das eigentlich nur dann ein Indikator für eine geringe soziale Kompetenz ist, wenn man es im Zusammenhang sieht mit den Konfliktstrategien und den erzielten Konfliktlösungen. Einfach nur zu sagen, Kinder, die viele Konflikte haben, sind nicht sozial kompetent, wäre auch wieder eine Verkürzung. Ja, weil eben Konflikte meistens mit dem sozialen Spiel verbunden sind. Es gibt Untersuchungen zu Freunden, wie die sich eigentlich untereinander verhalten. Und ich beziehe mich hier eigentlich immer auf Kinder im Kindergartenalter, nicht auf Grundschulkinder. Und in diesen Untersuchungen hat man unter anderem herausgefunden, dass Kinder, die sich als beste Freunde bezeichnen, dass die sich sogar häufiger streiten als miteinander nicht befreundete Kinder. Dass die aber eben auch sehr viele positive Interaktionen miteinander haben und vor allen Dingen, dass sie oft zu konstruktiven Konfliktlösungen gelangen. Die schaffen das also, ihre Streitigkeiten positiv zu wenden, manchmal. Gut. Es wird als Risiko betrachtet, wenn Kinder häufig aggressive Durchsetzungsstrategien nutzen. Und damit wäre ich noch bei einem anderen Thema, was eben auch im Zusammenhang mit der Peergruppe steht, nämlich das Thema des aggressiven Verhaltens. Konflikte sind aus Sicht der Wissenschaft kein Risiko, im Gegenteil, können eine Ressource sein. Aggressive Durchsetzungsstrategien, insbesondere wenn die nicht reaktiv sind, sondern proaktiv, also von dem Kind selber begangen werden sozusagen, wenn sie geplant und zielgerichtet eingesetzt werden, dann werden sie als ein Risiko für Anpassungsprobleme betrachtet.
und auch aggressives Verhalten sehen wir im zweiten und dritten Lebensjahr. Man kann sich darüber streiten, ab wann spricht man denn überhaupt von Aggression? Denn Aggression beinhaltet ja als Definition eine Schädigungsabsicht. Wenn ich sage, jemand ist aggressiv, dann impliziert es, dass der etwas tut mit dem Ziel, einem anderen zu schaden. Das können ganz junge Kinder ja noch gar nicht, weil sie diese Fähigkeit überhaupt, sich so weit zu planen und sich vorzustellen, was denn dem anderen schaden könnte, gar nicht haben. Ne? Aber man muss sich eben fragen, ab welchem Alter können wir davon sprechen? Und man kann auf jeden Fall körperlich aggressive Verhaltensweisen beobachten im Kindergartenalter, gehört zum normalen Verhaltensrepertoire von Kindern, nimmt aber bis ins Grundschulalter hinein kontinuierlich ab. Wenn die Kinder älter werden, verstehen sie natürlich auch immer besser, dass aggressives Verhalten eingesetzt werden kann, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und deshalb können sich entsprechende Prädispositionen auch verfestigen. Und wenn es wirklich dazu kommt, dass Kinder fast ausschließlich oder sehr häufig über solche aggressiven Durchsetzungsstrategien verfügen, dann kann man die Sorge haben, dass sich das stabilisiert. Diese Stabilität klinisch relevanten aggressiven Verhaltens, auch in seinen unterschiedlichen Formen, ist über den Entwicklungsverlauf relativ hoch. Deshalb ist es nicht ganz unangebracht, wenn man eben als pädagogische Fachkraft in der Kita so etwas beobachtet, dass man das auch thematisiert, ohne das Kind gleich zu stigmatisieren. Aber ein Auge drauf haben ist nicht verkehrt. Studien zeigen, dass Mädchen und Jungen in dieser Hinsicht durchaus unterschiedlich agieren. Mädchen sind eher verdeckt aggressiv, bevorzugen dementsprechend relationale Formen der Aggression, also über einen anderen hinten herum irgendetwas behaupten, ja, oder jemanden anschwärzen oder so, während die Jungen eher körperlich aggressiv reagieren. Und aggressive Kinder haben Probleme in ihrer Peergruppe, weil sie eher als weniger beliebt eingestuft werden und der Kontakt mit ihnen vermieden wird. Aber auch Kinder, die als aggressiv gelten, haben Freundschaftsbeziehungen oder können Freundschaftsbeziehungen eingehen und sie bauen sich manchmal auch ein Netzwerk von anderen Kindern auf. Leider meistens mit Kindern, die auch eine eher externalisierende Verhaltensproblematik haben oder dazu neigen, auch aggressive Verhaltensformen zu zeigen. Und beides, die Ablehnung in der Peergruppe und auch der Einfluss von anderen Peers, das gilt, wenn auch als nicht dominanter Risikofaktor für aggressiv-dissoziale Verhaltensstörungen. Also auch hier muss man solche Pfade zumindest kennen und entsprechend im Blick haben. Gut. Hatte ich das schon erwähnt, dass manche Kinder von anderen Kindern abgelehnt werden. Und ich möchte auch dazu noch ein bisschen was sagen. Das hat ja etwas damit zu tun, welchen Status ein Kind in seiner Peergruppe hat. Und dieser Status in der Peergruppe ist sozusagen so eine weitere Forschungsrichtung, mit der sich Wissenschaftler beschäftigen, die eben sich für Kind-Kind-Kontakte und Beziehungen interessieren. Man kann sich für das Verhalten interessieren, man kann sich für Freundschaften interessieren, komme ich gleich auch noch drauf, oder man kann sich auch dafür interessieren, wie ist das eigentlich in so einer Gruppe von Kindern, welche Position gibt es denn da so überhaupt? Die Methode, mit der das meistens gemacht wird, ist die Soziometrie, soziometrische Wahlen. Die beschäftigt sich mit der Struktur einer Gruppe, mit dem Beziehungsgeflecht in der Gruppe. Und da gibt es zwei Grundformen. Einmal gibt es das sogenannte Nominierungsverfahren. Da wird jedes Mitglied der Gruppe, wenn Sie jetzt an eine Kindergartengruppe, etwas ältere Kinder denken, jüngere kann man schlecht dazu befragen, aber Fünfjährige kann man zum Beispiel gut befragen, dann würden bei diesem Nominierungsverfahren würden die Kinder gebeten, zum Beispiel drei Kinder zu nennen, die sie am liebsten haben oder die sie nicht gerne haben. Forscher machen das manchmal so, dass sie sagen, guck mal, wir machen Ausflug, wir müssen alle in einen großen Bus steigen. Zeig mir doch mal, neben welchen Kindern du am liebsten sitzen möchtest. Und jetzt sag mir mal drei, die nicht mitfahren sollen. Ja, man kann das auch diskutieren, aber so wird es gemacht.
Diese Ranking-Verfahren, die fordern, dass die Kinder alle Kinder der Gruppe einsortieren sozusagen. Die sollen also zum Beispiel zu allen Kindern sagen, sag mir doch mal jetzt für die Kinder, die ich dir jetzt zeige, wie gerne spielst du denn mit denen? Ja, oder würdest du die gerne zu deiner Geburtstagsfeier einladen? Und dann werden aber nicht nur drei genannt, sondern eben alle Kinder. Und mit dieser Art, das wird oft durch Fotos unterstützt oder durch Symbole, mit einem Smiley und dann mit so einem neutralen Gesicht und einem weinenden oder so. Und bei Anwendung dieses Nominierungsverfahrens, da kann man dann diese Wahlen, die die Kinder machen, und das ist das, was hier steht, kann man dann die Werte aufsummieren und dann kann man Kennzahlen daraus bilden. Und so versuchen die Forscher, sich ein Bild darüber zu machen, wo die Kinder innerhalb der Gruppe anzusiedeln sind in ihrem Status. Und da gibt es dann eben die Kinder, die haben viele positive Nennungen und wenig negative Nennungen. Das sind die beliebten Kinder. Ja, das macht man dann so, hier als Beispiel, können Sie ja dann auch später nachlesen. Die haben hohe positive Nominierungen, wenig negative Nominierungen und deshalb haben sie eine hohe soziale Präferenz. Die werden als beliebt bezeichnet. Es gibt auch Kinder, die haben viele negative und wenig positive Nennungen. Das sind die sogenannten abgelehnten Kinder. Kinder mit vielen positiven und vielen negativen Wahlen, die gibt es auch. Die haben einen hohen sozialen Einfluss in der Gruppe und gelten als umstritten. Und es gibt aber auch Kinder, und zwar gar nicht so wenige, wenn man sich dann mal solche Prävalenzzahlen ansieht, die haben insgesamt nur sehr wenig Wahlen. Also die werden einfach bei diesen Nominierungsverfahren nie genannt. Fast nie genannt. Und die gelten als isoliert oder manchmal sagt man auch vernachlässigt. Aber das sind eben mit diesen Positionen, das können Sie sich sicher denken, und wir haben alle ja auch unsere persönlichen Erfahrungen mit unserem Status in Peergruppen, die haben bestimmten Einfluss auf meine weitere Entwicklung, vielleicht zunächst mal auf mein Wohlbefinden in der Gruppe, aber die haben vielleicht auch einen nachhaltigeren Einfluss. Und das haben Studien auch versucht herauszufinden. Womit hängen denn solche Wahlen nur eigentlich zusammen? Ist das rein zufällig? Bestimmt nicht. Aber womit hängt es zusammen? Und auch dazu gibt es einen ganzen Korpus an Studien. Zusammengefasst habe ich Ihnen das hier mal ein bisschen schlaglichtartig. Wir können da gerne auch noch drüber sprechen nachher. Das ist jetzt wirklich nur sehr pointiert zusammengefasst. Die Kinder, die als beliebt gelten, die werden als sozial kompetent bezeichnet. Sie werden seltener als aggressiv oder störend beschrieben. Das heißt, sie haben offensichtlich Verhaltensstrategien, um mit anderen gut auszukommen. Ja, die berichten auch, wenn man sie fragt, und das sind jetzt Ergebnisse aus dem Grundschulalter, berichten über weniger Selbstwertprobleme und depressive Symptome. Es gibt eine Studie, die ist sogar in Deutschland gemacht worden, die zeigt, dass sie einen höheren Intelligenzquotienten haben und bessere Schulleistungen. Natürlich rede ich von Durchschnittswerten. Ich rede nicht über einzelne Personen. Das ist immer ganz wichtig bei solchen quantitativen Studien. Man kann das nie auf Einzelfälle zurückführen, sondern es sind immer Mittelwerte, die verglichen werden von einer großen Gruppe von Personen. Und diese Mittelwerte unterscheiden sich dann, diese Gruppenmittelwerte. So. Kinder mit einem niedrigen sozialen Status, die haben oft das Problem, dass sie Misserfolge nicht den Umständen zuschreiben, sondern sich selber zuschreiben. Als Person oder als aufgrund ihres Verhaltens, aber oft als Person. Und sie gehen auch davon aus, dass ihnen die anderen eher feindlich gesinnt sind. Wenn jemand stolpert und mich anrempelt, sagen manche Kinder, hoppla, hast du dir wehgetan. Andere Kinder sagen, Mensch, rempel mich nicht an, ja, was willst du denn von mir? Ja, willst du Ärger? Und Kinder mit einem niedrigen sozialen Status, wenn man sie nach solchen Dingen befragt, dann haben sie eben eher diese feindlicheren Einstellungen und eher die Überzeugung, die anderen wollen mich ärgern. Und vielleicht haben sie ja damit nicht mal Unrecht, weil sie ja schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie abgelehnt werden. Deshalb weiß man auch nicht so richtig,
Woran liegt das eigentlich? Ne? Was war da zuerst? Ja? Sind diese Verhaltensweisen Ursache oder sind sie Auswirkung des problematischen Peer-Status? Ja? Die vernachlässigten oder als isoliert eingestuften Kinder werden als schüchterner beschrieben, sondern sich mehr ab, haben dann vielleicht in der Folge, obwohl das nicht so eindeutig ist in der Literatur, eher sogenannte internalisierende Verhaltensproblematiken, also depressive Symptome vielleicht, aber da ist, wie gesagt, die Befundlage nicht so eindeutig. Und die sogenannten kontroversen Kinder, also diese umstrittenen, die verhalten sich häufig aggressiv, aber die haben auch eine hohe sozial-kognitive Kompetenz. Das heißt, die können sehr gut anderen Kindern schmeicheln, diese manipulieren, die können sich gut hineinversetzen in die anderen und deshalb schaffen sie es eben auch, sich Freunde zu machen. Und manche finden die ganz toll und andere finden die anstrengend und lehnen die ab. Und wir wissen alle, dass es zumindest in Schulklassen manchmal, dass diese Themen weit mehr als die Themen, die der Lehrer gerne einbringen würde, so diese Gruppenatmosphäre bestimmen. Ne? Das, wo ist die Rolle, wo sind die Rollen in der Gruppe, wer setzt sich durch? Gut. So, jetzt möchte ich gerne noch auf einen letzten Aspekt kommen, der das Geschehens in Peergruppen, und zwar von dem eher allgemeinen gruppenbezogenen Thema auf eher ein individuelles Thema, nämlich das Thema der individuellen Spielpartnerpräferenzen oder Freundschaften. Ich kann als Kind in einer Gruppe isoliert sein oder vernachlässigt und ich kann aber trotzdem ein oder zwei beste Freunde haben. Und das muss man konzeptionell voneinander unterscheiden. Und wir gucken jetzt nochmal auf die Freundschaften, die Kinder miteinander eingehen. Und eine Frage, mit der ich mich viel beschäftigt habe, ist die Frage, ab wann kann man denn überhaupt von Freundschaften sprechen? Können denn so junge Kinder, gehen die überhaupt schon sowas ein wie individuelle Beziehungen? Ja, und wie vor allen Dingen, wie misst man das? Man kann die ja nicht fragen, jedenfalls die Einjährigen oder Zweijährigen, die kann man schlecht fragen. Und es wird auch nicht gemacht. Sondern es gibt Untersuchungen, die sagen, naja, wir beobachten diese Kinder eben. Und dann können wir ja zum Beispiel, und das bezieht sich jetzt auf dieses Diagramm, was ich Ihnen mitgebracht habe, da kann man ja zum Beispiel mal schauen, ob ein Kind von anderen besonders häufig angesehen wird. Oder ob zu einem Kind oder anderen Kind oder bestimmten Kindern häufiger als zu anderen der Kontakt gesucht wird. Und das, genau das hat hier in meinem Beispiel die Helga Drau gemacht, schon 1985, und hat festgestellt, in diesen Krabbelgruppen, die sie sich angeschaut hat, da gibt es tatsächlich sowas wie Präferenzen. Ja, und das habe ich hier versucht, durch diese Pfeile zu symbolisieren. Und da kann man also ganz klar sehen, es gibt da ein Kind in der Gruppe, das ist der Star. Ne? Das ist... Der da. Ja? Der wird von den anderen am häufigsten angesehen, und zwar von allen anderen Kindern. Meistens hat die Frau Rau festgestellt, ist das ein Kind, was schon ein bisschen kompetenter war als die anderen. Der konnte schon Sachen, die anderen noch nicht konnten. Und das fanden die Kinder dann eben toll und haben da öfter hingeguckt und haben vielleicht auch versucht, zu dem Kontakt aufzunehmen. Aber nicht nur das, sondern sie hat auch das hier gefunden. Das wäre ja jetzt... Das zweite Interessante, dass es nämlich auch solche wechselseitigen Präferenzen gibt. Ja, es gab nicht nur einen Star, sondern es gab auch immer in allen Gruppen, die sie untersucht hat, das waren jetzt nicht so viele, ich glaube 5 oder 6, aber in diesen Gruppen hat sie in jeder Gruppe so ein Pärchen gefunden. Ein so ein Pärchen mit einer wechselseitigen Präferenz, die sich also gegenseitig besonders häufig angeschaut haben. Ja, und das ist auch etwas, was man jetzt in weniger quasi experimentellen Designs findet, dass viele Kinder im zweiten Lebensjahr jedenfalls dann ein oder zwei andere Kinder präferieren und mit denen verstärkt in sozialen Austausch treten. Das ist eben selbst schon bei diesen kleinen Krabblern oder denen, die gerade laufen können, diesen sogenannten Toddlern, dass selbst bei denen das nicht zufällig ist, mit wem die Kontakt aufnehmen, sondern dass die Präferenzen haben. Die bevorzugen ein oder zwei andere Kinder. Die haben auch mit anderen Kontakt, aber mit denen eben besonders viel. Und das verstärkt sich im Verlauf der ersten Lebensjahre
und wieder spielt eine große Rolle das Geschlecht. Ja, spätestens mit dem dritten Lebensjahr beginnen die Kinder nämlich gleichgeschlechtliche Spielpartner zu bevorzugen. Ich persönlich, ich habe ja 18 bis 24 Monate alte Kinder untersucht und die hatten, da habe ich das auch gefunden. Die haben auch eher mit gleichgeschlechtlichen Partnern mehr gespielt und auch länger gespielt. Aber insgesamt in der Literatur wird immer gesagt, ungefähr ab dem dritten Lebensjahr. Und man bezeichnet das mit dem Fachwort Geschlechtersegregation oder Peer Segregation. Das ist eben die Bevorzugung der gleichgeschlechtlichen Spielgruppen oder Spielpartner. Das verstärkt sich bis zum Ende der mittleren Kindheit. Es gibt eine amerikanische Längsschnittstudie mit 4,5-jährigen Kindern. Die haben 3-mal so viel Zeit im Spiel mit gleichgeschlechtlichen als mit gegengeschlechtlichen Kindern. Irgendwie blödes Wort, aber ich weiß auch kein besseres. Also mit gegengeschlechtlichen Kindern verbracht und dann haben sie 2 Jahre später nochmal geschaut und da war das Verhältnis nicht mehr 3:1, sondern 11:1. Und ich habe nochmal ein bisschen recherchiert. Es gibt auch in der aktuellen Literatur Hinweise, dass sich diese Tendenz auch heutzutage nicht verändert hat. Man könnte ja sagen, das ist so eine alte Studie und wer weiß, ob das heute nicht ganz anders ist. Aber ich habe eine aktuelle Untersuchung gefunden, die haben einen Vergleich gemacht aus einer Studie von 1967, eine Kohorte und eine Kohorte von 2004 oder 2005 und haben festgestellt, dass es eher noch stärker geworden ist. Gut, in diesen Gruppen, so hat man beobachten können, passiert auch Unterschiedliches. Die Kinder pflegen einen anderen Interaktions- und Spielstil und sie praktizieren dadurch auch unterschiedliche soziale und kognitive Fertigkeiten. Ich habe Ihnen so ein paar Punkte mitgebracht. In jungen Gruppen unterbrechen sich die Kinder zum Beispiel häufiger. Sie gebrauchen auch mehr so Ansagen, Befehle oder sogar Drohungen. Das machen wir endlich sonst. Versuchen auch, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Also dieses Dominanzstreben ist auch stärker. Die Mädchen in den Mädchengruppen drücken häufiger Zustimmung aus zu dem, was die andere gesagt hat. Sie lassen die andere ausreden. Sie versuchen, das aufzugreifen, was von dem anderen gekommen ist. Also so ganz im Sinne des Geschlechtsrollenstereotyps. Und ich denke, das ist ein Punkt, über den Sie sicherlich auch noch mal in einem Ihrer Seminare sprechen können, weil das zu entwirren und da wirklich zu schauen, was ist da kulturell, was ist verstärkt durch Eltern oder andere Bezugspersonen, was ist aber auch dieser Geschlechtersegregation geschuldet und hat auch einen positiven Effekt auf Entwicklung, das ist ganz schön kompliziert. Aber es ist, finde ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich finde es auch schwierig, die Frage zu beantworten, ob wir diese Muster nur durchbrechen sollten oder nicht als Kindheitspädagogen. Es hat ganz gute entwicklungspsychologische Gründe, warum die Kinder sich gleichgeschlechtliche Spielpartner suchen. Auch hierzu gibt es wieder verschiedene Theorien. Ich habe Ihnen nur mal einmal noch diese kognitive Entwicklungstheorie mitgebracht, die sagt, dass es einen Zusammenhang mit der sich entwickelnden Geschlechtsidentität gibt. Dass Kinder gleichgeschlechtliche Spielpartner wählen, um mehr über das Verhalten zu erfahren, was mit Geschlechtsrollen assoziiert ist. Die wollen wissen, wie ist es denn, ein Mädchen zu sein? Was muss ich da tun? Wie muss ich mich verhalten? Und das gucke ich mir natürlich am besten bei anderen Mädchen ab. Und umgekehrt, bei den Jungen ist es genauso. Sie finden auch Sicherheit und Bestätigung in diesen gleichgeschlechtlichen Spielgruppen. Und das, denke ich, ist ein Grund genug, da zumindest sensibel heranzugehen. Aber es macht sicher Sinn, sich selbst und sein eigenes Verhalten auch kritisch zu hinterfragen in Bezug auf Geschlechtsrollen, Stereotypien. Und es macht sicher Sinn, Kindern unabhängig von ihrem Geschlecht auch hinreichend Angebote zu machen, die ganz unterschiedliche Interessen ansprechen und Kompetenzen befördern. Also es nicht als Erwachsener noch verstärken, aber auch den Sinn dahinter erkennen, dass die Kinder sich ihre Kinderkultur auch so schaffen, wie sie es eben tun. Gut, nochmal einen kleinen Ausflug in das Thema der Freundschaften. Ich hatte ja gesagt, es gibt diese Spielpartnerpräferenzen in den ersten 3 Lebensjahren mit diesen 1 oder 2 Peers, die als Sozialpartner bevorzugt werden. Die machen das nach dem Kriterium der Ähnlichkeit, auch schon die ganz Kleinen.
Das heißt, sie präferieren Kinder, die ein ähnliches Alter haben, eher das gleiche Geschlecht und die ähnliche Spielvorlieben haben. Und wenn sie sich gut kennen, dann können sie auch mehr miteinander anfangen. Ne? Und es gibt eine Untersuchung, die hat sich mal angeschaut, was passiert denn eigentlich in den Interaktionen von ganz, ganz jungen Kindern, wo aber die Erzieherin oder auch die Eltern sagen, das sind so richtig dicke Freunde. Und dann hat man sich genau diese Gruppen oder diese beiden genauer angeschaut und hat gesehen, dass bestimmte Verhaltensdimensionen, die eigentlich erst bei älteren Kindern zu erwarten sind, dass die man schon in diesen Kleinkindiaden beobachten kann. Zum Beispiel sich gegenseitig helfen oder sich von der Gruppe abgrenzen. Also sowas wie Verbundenheit demonstrieren. Wir beide, wir rennen jetzt mal hinter die Gardine zum Beispiel. Ja, oder dem anderen helfen. Auch so etwas, wenn das eine Kind dann Ärger hatte, zum Beispiel mit seiner Erzieherin, dann kommt das andere dazu und stellt sich demonstrativ daneben. Solche Dinge hat man beobachtet schon bei den ganz jungen Kindern. Das geht dann weiter. Vom 3. bis 6. Lebensjahr können Kinder dann auch mit diesem Freundschaftsbegriff was anfangen. Sie benutzen ihn jedenfalls. Und auch die Personen, die sie als Freunde bezeichnen, die bleiben relativ stabil, interessanterweise. Es ist also vielleicht entgegen unserer Alltagserfahrung, dass die meinetwegen sagen, heute bin ich deine Freundin und morgen nicht mehr, dass diese Wahlen doch auch sogar über 2 Jahre hinweg, wenn die Kinder sich auch regelmäßig weiter sehen natürlich, dass die dann relativ stabil bleiben. Man sagt, dass das zentrale Thema bei den Kindern im 3. bis 6. Lebensjahr in den Freundschaften die Maximierung von Anregung, Aufregung und Spaß ist. Also der, mit dem ich den meisten Spaß habe, mit dem ich tolle Sachen machen kann, der ist mein Freund. Und wenn man Kinder fragt, das haben andere Wissenschaftler wiederum gemacht, die haben überhaupt erst bei 6-7-Jährigen angefangen zu fragen, die zeigen, dass die Kinder bestimmte Dinge als Merkmale von Freundschaften benennen, nämlich zum Beispiel, weil ich immer mit dem spiele, ist ja mein Freund. Oder weil wir immer etwas Besonderes miteinander spielen. Oder weil der andere nett zu mir ist. Also diese einseitige Nettigkeit. Das sind Gründe, warum Kinder einander als Freunde bezeichnen. In diesem Alter. Das verändert sich natürlich. Später gewinnen Persönlichkeitseigenschaften oder ideelle Werte, Vertrauen, Intimität. Gewinnt das an Bedeutung? Aber am Anfang ist das eben sehr stark auf das ganz Konkrete bezogen. Der wohnt in meiner Nähe, der wohnt in der gleichen Straße oder im gleichen Haus sogar. Und der ist immer nett zu mir. Und der gibt mir immer was von seinem Pausenbrot ab. So, das sind so Kriterien für Freundschaft. Freunde, das hatten wir ja schon gesagt, da gibt es Unterschiede zwischen befreundeten und nicht befreundeten Kindern. Freunde schaffen es besonders gut, miteinander auch schwierige Situationen auszuhandeln und Konflikte halt nicht eskalieren zu lassen. Und so gelingt es ihnen eben, ein Klima von gegenseitigem Einverständnis zu schaffen, ein Klima von Solidarität zu schaffen. Und deshalb gelten Freundschaften auch wirklich als ganz wichtige Kontexte für Sozial- und Persönlichkeitsentwicklung. So, also da heißt es zum Beispiel, Freundschaften bieten beste Möglichkeiten zum Ausbau von sozial kompetentem Verhalten. Auch deshalb, weil zusätzlich zu der symmetrischen Reziprozität, die ja James Younes beschrieben hatte, eben auch noch diese gegenseitige Wertschätzung und die affektive Bindung dazu kommt. Ja, Freunde bedeuten auch den jüngeren Kindern etwas. Da ist es ihnen noch viel weniger egal, ob sie von dem dann abgelehnt werden oder nicht. Und umso mehr strengen sie sich an, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Gut, dann komme ich zu meinem 3. Punkt, noch ein paar Schlussfolgerungen für die pädagogische Arbeit. Ich habe schon den Hinweis gekriegt, dass ich mich etwas zurückhalten muss und deshalb mache ich das jetzt ein bisschen schneller. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass sich in Peergruppen vom Kleinkindalter an wichtige Entwicklungs- und Lernprozesse vollziehen und dass wir aber auch unter Umständen negative Erfahrungen und Entwicklungsrisiken einkalkulieren müssen,
dass man da einfach ein bisschen genauer hinschauen muss. Und ich möchte noch ein paar Hinweise darauf geben, wie man positive Peer-Interaktion und den Aufbau von Beziehungen und Freundschaften zwischen den Kindern fördern kann. Mein erster Punkt ist immer, wir können erst mal schauen, dass wir gute Rahmenbedingungen schaffen. Und das heißt in diesem Fall eine Kontinuität schaffen, damit überhaupt der Rahmen entsteht, um Kindern diese Beziehungserfahrung zu ermöglichen. Das ist einmal der Rahmen, dass sie erstmal auch zu den Erwachsenen eine tragfähige Beziehung aufbauen müssen. Das ist zweitens, dass die Gruppe auch in ihrer Gesamtzusammensetzung auf Kontinuität ausgelegt sein sollte. Denn die Kinder müssen ja überhaupt erstmal Gelegenheit haben, sich kennenzulernen. Und wenn die Gruppe immer auseinandergerissen wird, dann geht das nicht. Dann können sich die Kinder nicht so gut kennenlernen und dann können sie auch kein geteiltes Wissen übereinander und miteinander entwickeln. Ne? Und Kinder sind eben noch, und zwar bestimmt bis zum 4. Lebensjahr, auf das Einüben und Wiederholen angewiesen. Die müssen miteinander immer wieder die gleichen Situationen durchgehen, um dann eben auch da eine Sicherheit zu erlangen und Kompetenzen zu entwickeln, wie ich denn damit umgehen kann. Und es wäre sinnvoll im Sinne der Gruppenzusammensetzung, wenn jedes Kind 3 oder 4 altersgleiche oder altersähnliche Kinder in der Gruppe oder in der Einrichtung, eben in der offenen Arbeit spricht man ja nicht unbedingt von Gruppen, aber eben finden könnte in seinem Alltag und auch mindestens 1 oder 2 Spielpartner desselben Geschlechts, weil da auch eine Orientierung hin erfolgt. So. Dazu gehört auch, dass sie Räume gut strukturieren, Spielmaterial bewusst auswählen. Das heißt, bestimmte Spielecken so einrichten, Funktionsräume so einrichten, dass es spielanregend wirkt. Sie sollten kleine, attraktive Spielzeuge, Bewegungsmaterialien für die jüngeren Kinder mehrfach vorhanden haben, damit das mit den Konflikten ein bisschen einfacher wird. Sie sollten wissen, welches Material fordert denn die Kinder eher zur Kooperation heraus. Das sind meistens Materialien, die noch nicht so fertig sind. Meistens große Materialien, die gemeinsam transportiert werden können, wo ein gemeinsames Thema oder ein Ziel dahinter steht. Und bei den etwas älteren Kindern sind es natürlich und vor allen Dingen auch die Materialien und Arrangements, die dafür sorgen, dass die Kinder in diese Rollenspiele hineinfinden. So, Verkleidungsmaterial gehört dazu, aber auch thematisches Material oder Spielzeug wie Lego und diese, Playmobil oder so, womit die dann ihre Spielwelten aufbauen können. So, und nachdem oder wenn sie diese Rahmenbedingungen geschaffen haben, geht es aber auch noch darum, wie verhalten sie sich denn vielleicht konkret, um Interaktionen zwischen Kindern anzubahnen, zu moderieren und zu erweitern. Mein erstes Plädoyer ist erstmal, wenn ich weiß, dass Kinder füreinander so wichtig sind, dann werde ich damit sensibler umgehen. Dann werde ich vielleicht nicht so schnell unterbrechen, dann werde ich Kinder gewähren lassen, dann sehe ich ganz anders, wenn dort zwischen den Kindern was passiert. Und das ist das Erste, nämlich den sozialen Austausch bewusst wahrnehmen und zulassen. Und bei den jüngeren Kindern ist es aber auch sinnvoll, sie in ihrer Wahrnehmung füreinander zu unterstützen und vielleicht den sozialen Austausch unter ihnen anzuregen. Das kann und sollte im Alltag in ganz alltäglichen Situationen geschehen. Da gibt es nicht die Bildungseinheit, wir lernen uns besser kennen oder so, sondern einfach dieses Wahrnehmen, da passiert etwas zwischen den Kindern, kann ich das unterstützen, indem ich selber vielleicht kurz mitspiele, indem ich Vorschläge für weiterführende Handlungen entwickle. Ja, das ist damit gemeint. Das heißt, den Handlungsfluss der Kinder sollten sie nicht dominieren oder unterbrechen, selbst wenn sie noch so eine tolle Idee haben. Denn damit lenken sie die Kinder eher voneinander ab, sondern sie sollten gerade so viel Impulse setzen, dass ein begonnener Kontakt nicht abbricht oder ein Spiel weitergeführt werden kann. Es gehört auch natürlich dazu, diese Gruppenkonstellation ernst zu nehmen und das Zusammenleben in der Krippe oder in der Kita eben mit vielen soziokulturellen Aktivitäten zu bereichern und zu gestalten. Ja, dass die Kinder sich als soziale Gemeinschaft erleben lernen, dass sie kulturelle Praktiken erlernen, dass sie gesellschaftliche Werte dort erfahren,
Das geht durch Alltagsrituale wie Tischbrüche oder eben diesen berühmten Morgenkreis oder das Kinderparlament. Also alle diese Dinge, wo Kinder sich eben auch nicht als Einzelwesen, sondern als Bestandteil einer Gruppe erfahren. Ja, und dann wäre nämlich noch ein weiterer wichtiger Punkt, dass sie Konflikte zwischen den Kindern als das sehen, was sie sind, nämlich als Lernchancen, als Chancen für soziales Lernen, aber dass sie ansprechbar sind, dass sie bereit sind, Konflikte auch zu moderieren, wenn sie merken, Kinder schaffen das alleine nicht. Wenn die Aushandlungsstrategien der Kinder erschöpft sind, dann hat der Erwachsene die Verantwortung, hineinzugehen und das eben so zu moderieren, dass es nicht zur Eskalation kommt. Immer klappt das zum Glück, muss man vielleicht auch sagen, nicht, weil die Kinderkultur entzieht sich ja zu einem gewissen Teil dann eben wirklich auch noch unseres Zugriffs. Und das ist vielleicht dann auch eine ganz wichtige Botschaft. Damit würde ich dann auch zum Schluss kommen. Ich glaube, die Kinderkultur entzieht sich zum Teil unseres Zugriffs. Ich finde das entlastend, weil wir eben auch nicht für alles zuständig sind. Und ich finde trotzdem, dass eine gute Portion Fingerspitzengefühl dazu gehört und entwicklungspsychologisches wie pädagogisches Fachwissen, damit sie eben diese Balance herstellen können. Einerseits zwischen Respekt und Nicht-Einmischen in die Kinderkultur und andererseits förderliche Bedingungen gestalten und manchmal auch aktiv zu regulieren. Und damit bin ich jetzt am Schluss. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diesen anregenden Vortrag. Du hast damit geendet, dass die Kinder sich dem Zugriff entziehen. Du hast ausdrücklich angekündigt, dich dem Zugriff in der nächsten Viertelstunde nicht zu entziehen. Nein, ich bleibe noch ein bisschen. Wir haben die Möglichkeit der Frage. Ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich so viel geredet habe. Ich hätte noch eine Stunde weiterreden können. Das ist einfach ein Thema, was mich sehr umtreibt. So, bitte fragen Sie oder sagen Sie mir Ihre Meinung. Ja. Meistens so gleichgestellte Spielpartner. Ja, dass eben gleichgestellte Spielpartner zuständig ist. Das denn jetzt, ja, kommt ja auch vor, dass in der Nähe zum Beispiel nur Jungs wohnen oder so, dass das Mädchen sich dann eben in diese Jungsgruppe integriert. Was das dann für eine Bedeutung hat. Das ist auch, wie immer, sind diese Aussagen immer nicht unbedingt auf den Einzelfall anwendbar. Wenn es in der Straße oder Nachbarschaft so ist, dass da eben drumherum nur Jungs sind und wird ein Mädchen auch mit den Jungs gerne spielen und unter Umständen das auch sehr genießen und wird davon keinsterweise Schaden nehmen. Trotzdem würde ich Ihnen prophezeien, dass dieses Mädchen, sobald es die Gelegenheit bekommt, dann spätestens vielleicht in der Kita, wird es sich andere Mädchen suchen und wird mit diesen anderen Mädchen eben schauen, was also ihre Entwicklungsthemen, wenn man so will, bearbeiten. Und die kann sie eben zum Teil so nicht in dieser Jungsgruppe bearbeiten. Ja. Sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen Kindern, die mit vielen Geschwistern aufwachsen und Kindern, die Einzelkinder sind? Oder, also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ja dann ein anderer Sozialisationsprozess schon stattgefunden hat. Ja, man sieht einen Unterschied zwischen Kindern, die Geschwister haben und Kindern, die Einzelkinder sind. Es gibt im Verhalten, kann man dort Unterschiede sehen, auch bitte wieder nicht in Einzelfällen, also nicht an irgendeinen Einzelfall denken, den Sie jetzt kennen und sagen, da war es aber ganz anders, kann ja nicht stimmen, sondern das sind eben immer Durchschnittswerte, Mittelwerte. Ebenso Kinder, die früh Erfahrungen mit anderen Kindern machen. Wenn man die vergleicht mit Gleichaltrigen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, weil sie eben erst mit 4,5 Jahren in die Kita gekommen sind und die anderen schon mit 2 Jahren, auch da sieht man Verhaltensunterschiede, auch Kompetenzunterschiede. Was aber interessant ist, ist, dass die sich relativ schnell wieder nivellieren. Also Kinder lernen eben auch sehr schnell in diesen Gruppen, dann gucken sich das sehr genau ab, wie muss ich mich verhalten und erwerben die Kompetenzen, die holen rasch auf. Da hinten mal eine Frage. Wenig, aber das wäre ja im Prinzip nicht der Fall.
Wo würden Sie die denn einordnen? Ja, ich hätte gesagt, vielleicht kontrovers. Aber das ist ja eigentlich in den letzten Fällen nicht unbeliebt. Ja, ich habe auch in beide Richtungen gedacht. Also, ich kenne keine Untersuchung dazu. Ich muss jetzt also aus meinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Ich würde auch sagen, das könnten Kinder sein, die abgelehnt werden. Es könnten Kinder sein, die kontrovers sind. Es werden auf jeden Fall nicht die Isolierten sein. Ja, ne? Ja, oft auch wirklich dann Kinder, die in der Klassenmannschaft oder in der Klinik sind, auch wenn man merkt, dass sie von Moral oder so halt eher ja. Weg Da kann man auch halt gut dran erkennen, dass so ein einziger Merkmal oft gar nicht ausreicht, um eine Position von Kindern oder auch deren, deren Inneres oder so zu beschreiben und das, was ihnen widerfährt. Also es gibt Kinder, die als sogenannte Klassenclowns gelten und die sind unbeliebt. Wenn man da die anderen Kinder der Gruppe fragt, würden vielleicht alle sagen, also mit dem kann ich ja gar nicht, bloß den nicht neben mir setzen, den würde ich nie zu meinem Geburtstag einladen, der ist ja peinlich. Es gibt aber auch Kinder, die haben auch diesen Status, die haben aber noch andere Kompetenzen vielleicht, vielleicht auch engere Beziehungen in der Gruppe und deshalb finden manche Kinder sie auch toll. Und schon würden sie diese Stellung der kontroversen Kinder einnehmen. Ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich noch ganz, ganz herzlich wieder hier. Ich ziehe noch einmal die Kurve. Wir haben ja in den ersten Teil der gesamten Vorlesung wirklich zunächst nicht das pädagogische Handeln und das konzeptionelle Handeln in Kindertagen, sondern nochmal den Hinweis auf das Kind, die Kinder selbst, die Familien. Und so geht es nächste Woche auch weiter, nachdem wir heute die Kind-Kind-Beziehung im Grunde genommen uns genauer betrachtet haben, wird nächste Woche dann die Frage sein, wie bilden sich eigentlich Kinder in unterschiedlichsten Kontexten, und dazu wird eine Kollegin Dietrich von der Universität Lüneburg uns kritisch mit Bildung auseinandersetzen, und da wird sicherlich vieles von dem, was du heute gesagt hast, dann nochmal in ganz anderer Form auch nochmal betont werden. Herzlichen Dank nochmal für die Weiterreise aus Berlin und einen schönen Tag. Vielen Dank.